Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Und ihr seht die Viecher da hinten schon rumtingeln? Ich auch. Und ich hab Angst. Okay. Vor allem, weil es mal wieder zwei sind. Aber solange ich noch Rubine habe. Ich habe noch keinen einzigen getroffen, ne? Die sind halt doch schon ziemlich hart. Okay, aua. Okay, jetzt müssen wir die Rüstung schon wieder ausziehen. Aua. Ich habe noch keinen von beiden getroffen. Aber jetzt einen immerhin. Okay. Okay. Oh Gott. Ich glaube, den vorderen, den sollte ich mir als erstes kümmern. Okay, aua. Okay. Du als erstes hier. Komm, hau zu. Okay. Aus dem Weg. Okay. Okay. Aua. Okay. Alles klar. Den ersten haben wir. So langsam. Die droppen natürlich Herzen, ne? Okay. Dich kriege ich jetzt auch erstmal so weit. Komm, hau zu. Aua. Aber nicht so. Hau zu. Komm. Hau zu. Hau zu. Langsam habe ich den Dreh raus. Warum hatte ich den Dreh nicht raus, als ich noch in der Drillhöhle war? Okay. Okay. Er hat die Rüstung abgelegt. Aua. Aua, okay. Okay, alles klar. Aha. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Mann! Oh, wie ich diese Viecher hasse, ne? Wie ich diese Viecher hasse. Jetzt sind hier zwei Türen aufgegangen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal in den Außenbereich. Und Leute, ich muss mal einen Schluck trinken. Jetzt, es tut mir leid. Oh, kennt ihr das, wenn man den Arm gerade machen will? Das knackt so komisch und das tut dann so richtig schön weh. Das ist so toll, Leute. Das ist das tollste Gefühl auf dieser Welt. So, gehen wir erstmal da lang. Da ist der Masterschlüssel drin. Ich wollte es gerade sagen, die machen es mir doch nicht so einfach. Oh nein. Nicht ihr da oben. König Balblin? Ich krieg grad Gänsehaut. Ich krieg grad Gänsehaut, Leute. Aber sowas von. Oh Mann!
Ich hab's schon so lange nicht mehr. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Das letzte Mal 2010. Das ist jetzt 5 Jahre her. Das heißt, ich kenne mich hier absolut gar nicht mehr aus. Also wirklich nur noch. Es kommen immer mal wieder so Bruchstücke wieder. Wir haben wieder volle Herzen. Das ist nice. Und wir haben sogar noch 4 Feen und den Feentau, Leute. Und den Feentau, den werden wir uns auf jeden Fall noch aufheben. Für ganz zum Schluss, wenn es gar nicht mehr geht. Ich versuche ihn nicht einzusetzen. Aber der Feentau ist so unsere Lebensversicherung. Da können wir, glaube ich, gar nicht rein. Da ist, Oh, okay. Hier müssen wir selbst kämpfen. Och, nö. Nicht du. Okay. Hoffentlich habe ich den Doppelhaken ausgewählt. Nein, natürlich nicht. Okay. Na? Mein Freund und Kupferstecher Dragoranius. Ich nenne dich jetzt einfach so. So. Okay. Na? Okay. Na? Du kannst mir gar nichts, ja? Du kannst mir gar nichts. Na komm. Na komm, meine Finger sind gerade ein bisschen rutschig. Nice! Okay. Hier kann ich auch nicht rein. Ach so, hier komme ich her. Ach Leute, schön. So. Und hier haben wir eine Kiste und ich nehme an, dass da der Schlüssel drin ist. Jawohl. Wir haben aber auch schon den Master-Schlüssel. Also von daher... Oh, Geld einsammeln. Ganz wichtig, falls wir nochmal die tolle Rüstung brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir die benutzen im Endkampf. Hier ist laut meiner... Hä? Die ist bestimmt auf der anderen Seite da. Auf der anderen Seite der Mauer. Egal, Leute, egal. Was soll da noch Wichtiges drin sein? Was soll da noch Wichtiges drin sein? Jetzt wird die Musik, glaube ich, schon wieder ein bisschen epischer. Ja. Ja. Zum Wolf werden. Leute, es ist 1.12 Uhr nachts. Ich habe nichts Besseres zu tun, als mir eine Pizza reinzupfeifen, ne? Die zeigen mir den Weg, ne? So war das doch. So. Da lang. Da lang. Dann da lang. Dann da lang. Und diese Steuerung ist manchmal schon ein bisschen sehr wackelig. Okay, jetzt haben wir's. Nein. Alles nochmal. Alles nochmal. Nee, Gott sei Dank starten wir hier an der Treppe. Okay, aber da würde ich gern schon als Mensch... Ich glaube sogar, dass ich mich da an der Seite irgendwie hochziehen kann oder so, ne? Da war doch, glaube ich, irgendwas. Ja. Okay, auf der anderen Seite. Aha. Okay. Dann müssen wir hier einfach extremst vorsichtig sein. Dass wir nicht runterfallen.
Okay. Oh nein. Die nächsten Kämpfe, die anstehen. Und einen von euch kriege ich auf jeden Fall. So. Und den zweiten kriege ich auch noch. Nice. Herzen sammeln, Herzen sammeln. Ganz viele Herzen sammeln, Leute. So. Hier muss ich jetzt mit dem Haken hangeln. Hier muss ich jetzt mit dem Haken hangeln. So, darüber. Ich sitze ein bisschen schräg gerade. Nach oben müssen wir. Nach oben. La 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 la. Okay. Und einen kriege ich wieder. Einen kriege ich wieder definitiv. Und den zweiten haben wir auch. Okay, Leute. Diese Musik, die ist schon epic as hell. Oh Mann. Wir gehen ran. Zack, hin und her, la di der. Och nein. Noch so einer, der auf uns wartet, um uns zu töten. Leute, dass wir jetzt schon vor der verschlossenen Aua-Tür stehen, ist für mich recht praktisch, weil das heißt, dass ich nicht vier Parts aufnehmen muss, um das zum Ende richtig gut durchzuziehen, sondern dass danach nur noch ein Part kommen wird, weil ich erst im nächsten Part durch diese Tür hier gehen werde. Piss dich. Komm schon. Ich krieg dich doch sowieso. Komm schon. Okay. Und aus dem Weg. Und du wirst jetzt erstmal sterben. So. Damit bringe ich dich aus dem Tritt. Und einmal die Wirbelattacke. Und dann mal wieder um dich rumtingeln. Damit bringe ich dich aus dem Tritt. Und damit hab ich dich. Du kleine Möse, du. So, liebe Freunde. Ich würde gern... Wir haben keinen Schlüssel mehr, leider Gottes. Dann könnten wir hier nochmal an die Kisten ran. Da wird wahrscheinlich Geld drin sein für... diverse Dinge. Für unsere Rüstung zum Beispiel. Aber im nächsten Part gehen wir schon hier durch diese Tür hindurch. Und dann geht's schon zum Finale hin. Bis dahin, euer Nightfox. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Im letzten Part. Kann ja sprechen. Das fällt dir früh auf, Midna. Das fällt dir echt früh auf. Das ist so nice. Ich finde das immer wieder so witzig. Der kann ja sprechen. So, der hat uns freiwillig den Schlüssel gegeben. Nein, der kann ja sprechen. Es ist immer wieder so genial, Leute. So, wir haben die Karte, wir haben den Schlüssel, wir haben König Bulblin jetzt besiegt. Der letzte Kampf gegen König Bulblin war das damit. Und ich würde sagen, Leute...